Herzlich willkommen hier zu der BK Racing Liga. Hier ist euer LT Rustikal beim vorletzten Rennen hier in Valencia. Genau, ihr seid richtig. Wir gucken mal, was die Strecke so hergibt. Da gehen wir unter Sitzungsinfo, wie immer. Die Streckentemperatur ist 27 Grad und die Umgebung 20 Grad. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 schöne Kurven hier. Ich habe es mir mal nachgezählt. Und, ja. Das ist mal eben der schnelle Stand. Das letzte Rennen, das offizielle Rennen, hat ja der Musculus gewonnen. Und wir wollen mal gucken, wie er sich heute verhält. Ich hoffe, dass das Problem mit den Ruckeln so ein bisschen weggekommen ist. Ich kann es aber noch nicht versprechen, weil wir da so ein paar technische Probleme wieder mal hatten. Wir fangen natürlich mit der Qualifikation Musculus an. Jeder fährt eine saubere Runde und darf dann Gas geben hier auf Valencia. Und da geht es hier auch wirklich um einiges. Smoke kann nur und ist, bleibt zweiter Platz. Und Musculus muss um den dritten Platz fahren. Dahinter, nämlich vier Punkte dahinter, lauern schon Murph und Ente. Ja. Wollen wir mal gucken, wie sich das jetzt hier so verhält auf der Strecke. Wir gehen nochmal kurz in die Timings. Da seht ihr alle Leute, die mitfahren, einmal kurz. Jetzt gleich starten wir. Ich musste mal kurz was gucken nebenbei. So, wo haben wir ihn denn? Da ist der Musculus. Und da gehen wir auf die TV. Denn in wenigen Sekunden müsste er eigentlich theoretisch praktisch starten. Für Team RS Motorsport geht es darum, heute 15 Punkte zu machen, damit sie noch was in der Teamwertung, in der Teammeisterschaft mitreden können. Denn Team Schweiz könnte theoretisch die erste Teammeisterschaft gewinnen hier in der BK Racing Liga. Und heute sozusagen alles klar machen, wenn sie dafür sorgen, dass RS Motorsport keine 15 Punkte holt. Das bedeutet, theoretisch würde ein RS Motorsport ausfallen. Und die Schweizer auf Platz 1, 2 oder 3 landen, ist die Geschichte durch. Wir sehen Musculus auf der Aufwärmrunde zu Valencia. Und ich hoffe jetzt, dass es wirklich nicht ruckelt. Wenn ja, dann kann ich da echt nicht zu. Ich habe schon alles soweit ausgestellt. Und ja, noch eine kleine Nebeninformation. Es gibt ja dann bald die Siegerehrung, aber dann auch auf dem neuen Kanal. Nicht mehr hier auf The Dark Rainbow TV. Nein, der LT Rustikal hat natürlich einen eigenen Kanal, wo der einiges macht. Für die BK Racing Liga natürlich auch wieder moderiert, seine Let's Plays vorstellt, Videos etc. 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 Da solltet ihr dann auch liken und abonnieren. Ganz einfach oben im Suchfeld von YouTube LT Rustikal eingeben. Schon mal jetzt abonnieren, dann habt ihr es nächste Saison schon alles drauf und könnt theoretisch alles mitverfolgen. Denn da wird, wie gesagt, die Siegerehrung und die neuen Interviews mit den Fahrern stattfinden, beziehungsweise werdet ihr das erste tolle Video finden. So, jetzt habe ich euch erstmal auf Aufwärmrunde zugequatscht. Jetzt kommt Musculus und fährt jetzt über die Linie. Ich kann mich noch erinnern, ich bin die Strecke auch gefahren, hier schön in den dritten Gang rübergezogen. Dritter Gang, Kurvenausgang wieder hochgefahren, richtig Gas geben, bis er die Kurve, zweiter Gang runtergeschaltet, reinrollen lassen. Jetzt Gas geben. Schön über die Curbs, genau. Und dann wieder links halten, rechts rein. Zweiter Gang. Gas geben, wenn er auf Curbs ist.
das gleiche hier nochmal reinrollen lassen in die Kurve, raus und beschleunigen. Eigentlich sind das alles Kurven, die man eigentlich im zweiten Gang fahren kann. Muss man nicht, wenn man merkt, das Auto zieht einen zu weit raus, dann natürlich dann den ersten Gang nochmal anschlagen. Jetzt schön Vollspeed. Kurz hart abbremsen, zweiter Gang rein in die Kurve, rausrollen lassen. Genau, jetzt rausrollen lassen, Gas geben. Hier braucht man nicht bremsen und jetzt gleich einmal wieder hart bremsen, sozusagen schon in der Kurve wird gebremst, damit man in die nächste Kurve reinkommt. Und jetzt gleich geht es bergauf. Das ist schwierig. Wenn man zu weit außen bergauf fährt, kommt man über einen Hügel. Wenn man über diesen Hügel kommt, reißt das Auto weg. Bedeutet, das Auto kann man vergessen. Man sieht es hier jetzt schön gleich, wie man nicht über so einen Hügel kommen kann. Schön gemacht vom Musculus. Die Runde sieht gar nicht schlecht aus. Ich habe euch im Schnelldurchlauf jetzt einmal kurz die Kurven erklärt, beziehungsweise die Gangart erklärt, wie man runterkommt. 1,37,968 ist aber zu schlagen. Wir gucken, wer draußen ist. Das ist der Slow Coach, der jetzt auf seine Schnellrunde geht. Mal gucken, ob der Teamchef vom Team Schweiz das besser hinkriegt. Das sollte sogar eigentlich meines Erachtens eine schöne BMW-Strecke sein. Ich kann mich aber auch täuschen, weil des Öfteren ja auch Mosler immer so ein Update gekriegt hat und dann weiß man nie, wo der Mosler gerade steht. Eigentlich weiß auch RS Motorsport nicht, wo der Mosler gerade steht, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, wenn man das mal wirklich hart auf hart sieht, ist der Mosler für RS Motorsport wie das Überraschungsei. Man weiß nie, was bei rumkommt. Wir gucken uns jetzt den zweiten Sektor an von Slow, der doch so leichte Probleme hat. Man sieht das mit dem Auto. Echt verwunderlich. Also er ist nicht nah an der Bestzeit dran. Jetzt bin ich gespannt. Kriegt er die Kurve besser als Musculus? Dann könnte das vielleicht doch noch was werden. Aber eine 1,37 ist zu schlagen, das weiß ich. Das kann ich mir gut vorstellen. Nein, Musculus ist, Slow ist da ganz, ganz knapp hinter. Wir gehen weiter. Und da ist nämlich der Murph. Die Spekulationen über Murph und RS Motorsport sind natürlich die unerachtens einfach die größten Moment. Aber wir gehen natürlich sehr stark davon aus, dass der Murph RS Motorsport nicht verlassen wird und weiter mit Smoke um die Titel fahren wird. Natürlich ist das noch nicht so hundertprozentig bestätigt. Es wird immer so ein bisschen rumgeeiert, aber ich bin davon doch überzeugt. Auch Murph lässt ein bisschen Zeit hier liegen. Zweiter Sektor gehe ich auch davon aus, dass er da sogar ein bisschen mehr liegen lässt. Man sieht das in den Kurven, wie vorsichtig der Mosler rumgehen muss. Könnte für den Spiker hier ein Vorteil werden. Fast eine Sekunde, das habe ich mir schon gedacht, das sagte ich ja, der wird dann noch ein bisschen Zeit verlieren. Muss sehr vorsichtig fahren hier. Der Mosler liegt nicht so wie so ein Brett auf der Strecke, man merkt das. Ah, stark bremsen und dann der Dreher, damit hat er sich erstmal ins Abseits Nevada gefahren sozusagen.
wird zwar nicht letzter, aber das sind einige Plätze, die verloren gehen. Eine 42er Zeit ist nicht unbedingt eine gute Zeit. Lahme Ente. Wie lahm ist sie wirklich? Oder er? Jetzt kann Ente zeigen, ob meine Vermutung richtig steht, dass der Spiker hier doch ein paar Vorteile über gegen den RS Motorsport haben wird gegen Mosler. Da bin ich jetzt mal gespannt. Denn gerade Ente ist kein schlechter Fahrer, wenn er nicht unbedingt Fahrfehler macht. Erster Sektor sieht schon richtig, richtig gut aus. Das muss er jetzt nur in den zweiten und letzten, dann in den dritten Sektor durchziehen. Und da sieht man das auch. Also der Spiker kommt viel, viel besser in diese Kurven zurecht. Kommt schneller raus. Ich weiß aber auch, dass die Puppe hier noch so leichte Probleme auf dieser Strecke hat. Und man hat so ein bisschen raushören können, so von wegen, am liebsten hätten wir schon unsere Sachen gepackt und wären weitergezogen. Aber Pupti, das können wir nicht entscheiden. Fast eine halbe Sekunde auf die Bestzeit aufgeholt, das ist richtig gut. Jetzt bin ich gespannt. Ich sagte ja, der Spiker, der kann das hier rocken. Der Spiker kann das hier rocken, aber die Frage ist, schafft der Spiker das dann auch auf die Konstanz hinaus? Das ist natürlich eine ganz andere Sache, denn unter Druck ist manchmal Ente doch ein bisschen nervös. Wollen wir gucken. Bremst er hier richtig, dann ist alles gut. Bremst er hier schlecht, dreht ihn raus. Ente. Wo reiht Ente sich ein? Topzeit? Ja, natürlich, glaube ich auch. Topzeit für Ente. Jetzt kommt der Smoke. Mal gucken, ob Smoke den Mosler ein bisschen anders in den Kurven unter Kontrolle hat. Das wird sich die ersten drei Kurven jetzt herausstellen. Sehr weit rausgezogen. Kostet aber keine Zeit, weil er kann den Speed voll mitnehmen. Sieht aber auf jeden Fall recht gut aus. Hartbremsen muss er jetzt gerade sehr stark unterbremsen, sonst wäre er geradeaus durchgeschossen. Ich glaube, da will Smoke auf jeden Fall jetzt mal angreifen. Und er will angreifen, man sieht es ihn an. Aber genauso viel Zeit verloren wie alle anderen, bis auf der Spiker hier. Aber gegenüber Murph sieht das schon doch besser aus, wie er das den Mosler um die Kurven bringt, beziehungsweise in die Kurven bringt. Ist schon mal ein himmelweiter Unterschied. Aber wie gesagt, das Mosler-Thema ist natürlich immer allgegenwärtig. Das Auto ist da, aber nicht gewollt. Und ja. Jetzt hat er aber Zeit liegen lassen. Eine Sekunde. Es ist eigentlich sozusagen genau fast die gleiche Situation, wie der Murph hatte. Also es ist doch nicht viel besser. Hat mich dann doch ein bisschen irritiert oder täuschen lassen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, die Bestzeit ist ja eine ganz andere jetzt. Dann dürfen wir das ja so auch nicht sehen. Die Bestzeit ist natürlich jetzt schon mal eine Hausnummer höher, was der oder die Ente dahingelegt hat. Und hier kein Dreher von Smoke. Bedeutet, das ist auf jeden Fall schon mal nicht in den hinteren Feld. Smoke reiht sich auf Platz 4 ein. Da ist Pupti. Das ist der nächste Spiker, der theoretisch gesehen unter den Top 5 landen könnte bei den Start. Ich will mich ja nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, die schaffen das. Aber die Möglichkeit bestände auf jeden Fall. Aber Pupti sagt von sich selber auch, die Strecke ist nicht ihre. Dann wollen wir mal gucken, wie sich das jetzt hier auswirkt auf Pupti. Und die Strecke. Wird das eine Liebe oder wird das keine Liebe?
sehr tief runtergeschaltet, man hört es. Bedeutet aber auch, man braucht länger, um wieder aufs Gas zu kommen. Das sieht mir nicht nach einer Topzeit aus. 2 Sekunden fehlen Pupti schon im ersten Sektor. Erster Sektor 2 Sekunden zu verlieren, ist eigentlich schon nicht wenig. Reiht sich Pupti doch hinter Murph ein, trotz Fahrfehler von Murph. Das wäre natürlich bitter für den Teamchef Ente. Denn er hat sich natürlich hier, oder er hofft sich natürlich hier, einige Punkte. Insbesondere Pupti müsste punkten, damit sie vor Wolli bleibt. Denn sie ist nur 2 Punkte vor Wolli. Und das sind jetzt schon fast 5 Sekunden. Das sieht alles ein bisschen zu vorsichtig aus. Zwei Punkte sind gar nichts. Aber wir haben ja die Information bekommen, ganz Rockstar Racing ist nicht angetreten, beziehungsweise sind direkt durchgereist und haben Valencia liegen lassen. Und eins, die aufgetreten sind oder auftreten werden, ist Rockstar TC mit den Charlie. 6. Platz für Pupti. Da ist die Mi in den nächsten Spiker und da bin ich mal gespannt, wie fährt Mi hier das Rennen. Beziehungsweise die Qualifikation. Auch sehr extrem runtergeschaltet. Braucht also auch länger wieder hochzukommen. Jetzt eigentlich müsste sie in die Kurve reingehen, schon reinschneiden. Das ist alles sehr vorsichtig. Das kostet Zeit, das kostet viel Zeit. 2 Sekunden auf sie im ersten Sektor Rückstand auf die Bestzeit. Aber es sind ja noch 2 Sektoren für den Spiker und Mi zu machen. Aber auch hier sehr vorsichtig runtergefahren. Oh, das ist sehr langsam. Da kann man das Auto ja schon förmlich anschieben bei dieser Kurve. Das war Todesurteil. 4,6 Sekunden, das ist schon nicht wenig. Jetzt muss Mi ein bisschen Gas geben. Das Auto stand förmlich in der Kurve. Gucken wir mal. Mi reiht sich auf den Platz 6 ein. Da ist der Charlie von Rockstar Racing TC. Hier sind wir auch gespannt, wo reiht sich denn jetzt auch der Charlie hier ein, dass der es eigentlich bis jetzt immer zwar konstant gefahren ist, aber nie wirklich vorne eine Chance hatte, mit anzugreifen. Jetzt könnte er vielleicht mit den Sunred mal Akzente setzen. Aber hier, das sind schon 2,6 Sekunden auch wieder auf die Bestzeit. Und die letzten 3 Fahrer, die waren alle so ein bisschen zaghaft, was diese Strecke angeht. Kostet natürlich alles endlos Zeit.
Auch das hat sehr viel Zeit gekostet, sehr abgebremst, die Kurve nicht richtig nehmen wollen. Damit 4,464 Sekunden Abstand. Jetzt muss Charlie auch mal ein bisschen Gas geben. Er kann nicht den Fuß die ganze Zeit auf der Bremse halten. Das ist natürlich dann recht langsam. Hier vielleicht doch besser hochgekommen als nie. Sah zumindest für mich so aus. Jetzt gucken wir mal, wie er bei der letzten Kurve anbremst. Bremst er drüber oder kommt er rein? Der bremst drüber, dreht sich fast. Charlie nimmt sich seine eigene Zeit. Das ist das Problem im Moment. Das ist das wirkliche Problem, was Charlie hat. Sechster Platz für Charlie. Aber er hätte vielleicht noch ein bisschen Zeit rausholen können. Da ist der Striker. Der letzte Mosler im Bunde für das Rookie-Team vom RS Motorsport. Vielleicht kann der Mosler noch ein bisschen was rausholen. ...1,4 Sekunden auf den ersten Sektor. Das könnte auf Platz 6 gehen, wenn es so weitergeht. Die letzten drei, die gefahren sind, das wird eine enge Kiste hinten. Aber wobei ich auch ausgehen kann, dass es eine enge Kiste zwischen zwei wird. Denn Charlie... Ja, Charlie, wie gesagt... ...kann konstant fahren, macht aber öftere Fahrfehler. Das sieht von Striker alles besser aus. 2,6 Sekunden. Der fährt auch ganz anders die Kurve rein. Auch die Kurve, die jetzt da gerade war, das war nicht im Stand. Er hat die richtig schön genommen. Jetzt gucken wir mal, wo sich Striker einreiht. Er wird mindestens Sechster, davon gehe ich aus. Fünfter Platz für Striker. Ja, das ist das, was ich schon sagte. Das ist dann doch das fahrerische Können, was das hier ausmacht. Und wir gucken jetzt einfach mal eben die Timings. Oder habe ich noch jemanden vergessen? Nein, wir haben keinen vergessen. Platz 1, Ente, Platz 2. Knapp dahinter, Musculus. Dann kommt der Slow. Dann... Smoke, dann der Striker, der Murph hinter sich gelassen hat, aber man muss es aber so sehen, Murph hat ja noch einen Fahrfehler gehabt, einen halben Dreher. Dann kommt der Sunred von Charlie, dann kommt erst Mii und dann die Pupti als allerletztes. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass Pupti vom letzten Platz starten muss, aber das ist dann so. Vielleicht werden wir gleich noch den ein oder anderen Interviewpartner hier bekommen, weiß man ja nicht. Aber würde das Rennen so ausgehen, dann wären das für Smoke sage und schreibe 5 Punkte, für Murph nur 3 Punkte und das wären 7 Punkte. Und Slow Musculus machen mit dem Platz, also mit der Platzierung aktuell 13 Punkte und somit wären sie dann, hätten sie den. Ja, Titel. Mehr brauche ich dazu ja nicht sagen. Aber das Rennen ist ja noch nicht gefahren, also... Noch dauert das was.
okay, ich habe mich verrechnet. 8 Punkte. Ja, in genau 6 Minuten geht's dann los. Jetzt ist noch einmal kurz Warm-up angesagt. Und dann heißt es, der Asphalt darf brennen hier in Valencia. Ja, und jetzt kam gerade mal ganz kurz die Ente herein. Erstmal Glückwunsch, ja, zu deiner Pole Position. Danke. Ja, wie fühlt sich das Auto auf der Strecke an? Ich hatte schon den Leuten gesagt, also ich habe das Gefühl, dass der Spiker gegenüber dem Mustang einen großen Vorteil eigentlich hat. Weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber ich anfühlen auf der Strecke einfach, ja, himmlisch. Grip ohne Ende, fast. Grip ohne Ende und fast. Ist ein Haken hinter. Ja. Wird das langer oder kurzer Stint? Ja, ungelogen, das weiß ich noch gar nicht. Okay. Für dich hängt ja viel dran. Du müsstest theoretisch auch so, wie du jetzt dich qualifiziert hast, müsstest du theoretisch auch ins Ziel kommen, um am Murph vorbeizuziehen und vielleicht sogar Musculus noch vorbeizuziehen, der 4 Punkte vor dir ist. Murph und ich haben gleiche Punktzahl. Wo der Murph jetzt gerade ist, gefällt mir. Wo der Musculus gerade ist, gefällt mir natürlich nicht. Aber was soll ich machen? Der Trend kommt ja noch. Das Rennen kommt noch, genau. Glaubst du, dass wieder, sollte es so sein, dass Schweiz vor dir stehen wird, wieder Stallorder kommt? Ich vermute es, ja. Okay, wir kennen ja deine Meinung dazu. Wird da auch nächste Saison was härter zugehen? Wirst du da auch ein bisschen gegen protestieren? Oder sagst du, okay, nächste Saison ist nächste Saison und da gucken wir, was passiert? Ja, was soll ich dagegen sagen? das ist ja erlaubt, die Stallorder. Von daher kann man nichts gegen machen. Okay, ja, was sagst du zu Kupti? Da ist doch ein bisschen Enttäuschung dahinter, oder? Ja, schon ein wenig, aber naja, was will man machen? Ich kann nichts gegen sagen. Das ist eben so. Ja, nächste Saison ist ja Kupti in einem anderen Team und du auch bei deinem neuen Team. Seid ihr Konkurrenten. Inwiefern ist die Entscheidung jetzt, wo du sagst, okay, die Entscheidung war genau die richtige, zu wechseln und das Team aufzugeben? Ja, auf jeden Fall. Beim Smoke kann ich noch jede Menge lernen. Gut, dann wünsche ich dir viel Glück beim Rennen. Vielleicht wirst du wieder Erster oder vielleicht auch Dritter. Man weiß es ja nicht. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück und viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Ja, kurz Ente hier im Interview gehabt. 3 Minuten hat er noch und dann ist auch im Endeffekt für ihn das Rennen des Lebens sozusagen. Wir gucken auch Ente einmal im Vollbild zu und melden uns dann wenigen Sekunden wieder. So, da bin ich auch schon wieder zurück. Ja, auch ein Moderator. Muss mal gucken. Jetzt sehen wir hier bei Ente eine Startübung. Ja, ob das ein perfekter Start wird, das ist eine andere Sache. Man sieht das. Die Hinterräder drehen durch.
Das Auto bewegt sich leicht im Zickzack, um halt, da muss er das Auto in der Spur halten. Das ist schwierig und das kostet Zeit. Insbesondere gegen einen super Starter wie Smoke könnte das gefährlich werden. Aber, das ist der Vorteil von ihm, zwischen ihm und Smoke steht noch Musculus und ein Slowcoach. So, das Warm-up ist in 35 Sekunden vorbei, bedeutet in knapp 3 Minuten startet das Rennen auch. Und dann wollen wir gucken, ob Team Schweiz die Teamwertung jetzt holt, weil ich hatte mich im letzten Rennen ja vertan. Ich hatte schon gedacht, Team Schweiz hat die Teamwertung, aber hatten sie ja nicht, weil die Punkte mir noch nicht bekannt waren. Beziehungsweise ich hatte sie verwechselt. Und heute könnte eventuell... Aber das kommt drauf an, eventuell, ja, Musculus seinen dritten Platz sogar festigen. Wenn er nämlich heute gewinnt, dann sind das 10 Punkte. Und dann müsste er hoffen, dass Ente keine Punkte macht und Murph keine Punkte macht. Und dann ist er, hat er seinen dritten Platz gefestigt. Aber das ist natürlich auch reine Spekulation. Kann man alles noch gar nicht so beurteilen, was so jetzt kommen wird. Wir gehen jetzt zu Ente und wie immer gucken wir uns den Wagen von vorne an. Es ist eine Augenweide, es lohnt sich natürlich auch den Wagen von vorne anzugucken. Und dann werden wir ihn gleich beim Start mit 2 Minuten. In 2 Minuten werden wir dann die Motoren heulen hören. Ja, für Ente ist ja heute der Tag, wo er an Murph vorbeizieht. Murph und Ente, wie er schon sagte, sind ja gleich auf. Und heute kann er an Murph erstmal vorbeiziehen und Punkte gut machen auf Musculus, beziehungsweise sogar eventuell am Musculus vorbeiziehen. Wird Musculus Dritter, kriegt Musculus 6 Punkte, sind dann 86. Und Ente hätte auch 86, sind dann eigentlich punktgleich. Musculus darf also im Endeffekt keine Zweiter werden, damit er nicht vor Ente bleibt. Aber für Musculus zählt natürlich auch nur ein Sieg. Alles andere ist ihn erstmal, wäre zu gefährlich fürs nächste Rennen. Da sind die Autos am Start. Die Motoren heulen. Valencia 2014. Der Start. Und es geht los. Ente recht gut gestartet. Muss aber gucken, dass er nicht nach hinten kommt. Erstmal untersport zwischen. Jetzt müssen wir gucken, was hier passiert. Ente bleibt vor Team Schweiz und vor Smoke. Das macht Ente richtig gut. Smoke hat einen richtig guten Start gehabt. Das war zwischen den Schweizern und hat sich dann durch ein Bremsmanöver mehr oder weniger dann zwischendurch gemogelt. Wir gucken mal nach hinten. Smoke auf 2, 3 Musculus, 4 Slow, 5 Murph, 6 Striker, 7 B, 8 Punkte, 9 der Charlie. Der hat alle Plätze natürlich da verloren, die er gut machen konnte. Ein Angriff von... Wir gucken mal nach vorne. Smoke versucht natürlich anzugreifen, er muss angreifen.
Smoke geht vorbei, ganz gut. Geht er vorbei an Ente. Dahinter Musculus. Ente lässt Zeit liegen. Das ist ja die Frage, die ich hatte, ob das auf eine Zeit gut ist oder auf alles. Gucke mal die erste Kurve, wie das Anbremsen aussieht. Smoke macht das recht gut. Alle anderen dahinter. Jetzt gleich wird der Angriff kommen von Team Schweiz. Da ist der Angriff vom Team Schweiz, aber da muss abgebrochen werden, sonst gibt es einen Unfall. Die fünf fahren recht nah beieinander. Hier wird auch die bessere Strategie entscheiden, davon gehe ich mal aus. Das ist schön, dass der Spiker immer näher in den Kurven rankommt, aber auf den Geraden lässt er PS hat. Jetzt der Angriff von außen von Musculus, aber da muss er auch schon wieder ein bisschen abbremsen. Kann da nicht zwischenziehen. Und ja, der Murph hat mit ja, den in Slow Coach einen richtig heißen Kandidaten auf den Stuhl gesetzt. Jetzt vielleicht der Angriff von Team Schweiz. Wir gucken mal genau hin. Nein, kein Angriff. Auch von Murph kam kein Angriff auf den Slowboat. Aber man sieht, Musculus ist nah dran. Die zwei dahinter haben schon ein bisschen Zeit liegen lassen. Smoke gibt im Moment vorne das Tempo an. Kann von Vor- und kann auch vom Nachteil für den einen oder anderen sein. Das wollen wir mal gucken. Kurz mal ein Hallo-Wach-Effekt von Ente, um Smoke zu zeigen, hey, ich bin noch da, keine Angst. Musculus muss sich natürlich Ente zurechtlegen. Die Frage ist, lässt Ente sich zurechtlegen? Jetzt ist er auf jeden Fall erstmal zu weit weg, um angreifen zu können. Deshalb gehen wir jetzt mal einen Schritt nach hinten. Slow Murph. Pupti. Striker auf 7. Me auf 8. Charlie auf 9. Dann gehen wir mal wieder zu den Leuten nach vorne. Denn da ist die Action, da müssen wir dranbleiben. Smoke auf Bestzeitkurs. Das zeigt ihn, wie beeindruckt er von Ente ist, der hinter ihm fährt. Dass Smoke dann doch mit ein bisschen Zeit antwortet und sagt, hey, guck mal, ich bin bei auch meine Bestzeit, wenn ich möchte, auch wenn ihr hinter mir rumfahrt.
halbe Sekunde im zweiten Sektor für Smoke. Jetzt gucken wir mal, wie Smoke über die Linie kommt. Neue Bestzeit für Smoke. Und der Angriff jetzt von... Ja, das war ein Angriff, der recht gut aussah eigentlich von Team Schweiz, aber der dann abgewehrt wurde, noch im letzten Moment von Ente. Wir gehen zurück und gucken uns das mal an. Und werden auch für euch gleich exklusiv vorne für euch mit Musculus mitfahren. Zumindest von Start und Ziel gesehen aus. Wenn man das genau sieht, wie er rankommt. Und eventuell, ja, eine Chance hat. Aber jetzt lässt er leider ein bisschen nach. Wir gucken uns jetzt mal das von Musculus seine Sicht an. Ja, da war Musculus noch zu weit weg, dass er hätte er angreifen können. Vielleicht kriegen wir gleich eine Panik wieder rein. Wir gehen jetzt mal... Ne, wir gehen nirgendwo hin. Wir gehen einen vor. Denn auch Ente ist nah dran. Und wir werden Ente auch auf Start und Ziel mal von der Kamera, von seinem Auto nehmen können. Um einfach mal schöne Bilder hervorzuholen. Auch Ente lässt gerade schon wieder ein bisschen ab. Jetzt gleich nehmen wir wieder Ente, weil das erste Mal Ente im Blick. Verbremser, und wir gehen jetzt zur Ente. Mit dem schönen Sound, den man kriegen kann hier. Aber was so eine halbe Sekunde ausmacht, das hat man dann jetzt hier gerade gesehen. Das ist dann doch schon eigentlich viel. Auch wenn es noch nicht viel aussieht, aber im Endeffekt ist es auch doch wenig, weil ein Fahrfehler, ja, macht das Ganze hier dann doch zunichte. Wir gehen jetzt mal nach hinten und gucken mal, was da los ist. Pupti auf Platz 6. Dreika überholt Pupti. Sehr rabiat zwar in der Kurve, aber im fairen, alles im fairen und erlaubten Sinne. Striker jetzt auf 6, Pupti auf 7, 8, Charlie. Und 1, der Smoke. Der das Rennen immer noch bestimmt und Musculus beißt sich hinter Ente sozusagen die Zähne aus.
Frage ist, wie viel Geduld hat Musculus gegenüber Ente und wie lange wartet er oder möchte er warten? Weit rausgekommen. Ja, das war sehr weit rausgekommen von Ente und das war der Fehler. Aber vielleicht schafft Ente es noch. Doch. Oh, ja, nein. Da wollte er zu stark verteidigen. Da wollte er zu stark verteidigen und ist jetzt hinter Musculus. Musculus Geduldsspiel hat ein Ende, denn er hat nach dem Warten und hat er sich selber belohnt. Zwei Fahrfehler von Ente und in einer Runde nutzt natürlich Musculus gnadenlos aus. Und jetzt gucken wir mal, wie Slow Coach aufschließen kann, denn Slow Coach kann auch schneller, das wissen wir ja. Man sieht die Lücken, die werden jetzt etwas breiter. Heißt, im Endeffekt hat Ente doch Musculus ein bisschen aufgehalten. Und Smoke brauchte nicht so auf die Tube drücken. Jetzt hat natürlich Smoke aber mitbekommen, ja, Musculus hat jetzt Ente geholt. Jetzt muss ich auch was ein bisschen Gas geben. Und man sieht im Hintergrund, ja, auch Slow hat mitbekommen, was gerade vorne passiert ist. Und der drückt auf einmal auf die Tube. Ist natürlich alles so ein Geduldsspiel, Reifenspielchen. Alles, was jetzt passiert ist, hat natürlich zur Folge gehabt, dass Ente mit dem Reifenverschleiß etwas höher war als alle anderen, die ruhig fahren konnten. Und jetzt entscheidet wirklich nur die Strategie zwischen Smoke und Team Schweiz, beziehungsweise erst Motorsport und Team Schweiz. Im Moment sehe es so aus, dass erst Motorsport genau 14 Punkte hat, also ein Punkt zu wenig, um noch bei der Teamwertung mitreden zu können. Hinten macht sich Slow bereit, Ente zu überholen. Wir gehen gucken. Auch ihn werden wir jetzt bei der nächsten Geradeaus-Folge einmal richtig ins Visier nehmen. Mit schöner Kameraansicht und mit schönem Sound. Wenn Slow meines Erachtens nah genug dran ist, werden wir da die Regie dazu kriegen, das einmal zu ordern. Was aber rausgekommen ist, man sieht im Hintergrund, dass der Murph da ein bisschen Probleme hat, dran zu bleiben. Aber was ist mit Ente? Der fällt immer weiter nach hinten. War denn seine Strategie doch nicht so gut? Dieser Fahrfehler, der wird ihn ärgern am Ende. Slow ist jetzt richtig nah dran und wir wechseln auch auf die Slow. Zumindest bis Ende schlafen sie. Da kann der Angriff von innen kommen, der kommt besser raus aufs Gras, aber das rettet Ente nochmal kurz. Nein, hier wird kein Angriff kommen, da ist er jetzt wieder zu weit weg. Wir gehen nach vorne, Musculus und Smoke. Das sind beides Fahrer, die ehrgeizig sind, wobei natürlich Smoke die meiste Erfahrung hat, Musculus so ein Youngster ist, der unbedingt gewinnen will und ja, das Interesse von Smoke am Musculus war relativ groß, würde ich jetzt mal behaupten, aber Musculus und Team Schweiz haben diese Anfrage mehr oder weniger abgespettert und ja, Slow und Musculus werden weiterhin anführbar. Und somit bleiben natürlich zwei Fahrer Konkurrenten. Und das finde ich auch gar nicht so schlecht, dass da auch keine Stallorder dann herrscht, in dem Teamball ist. Musculus, Slow, Smoke, Murph,
für mich talentierte große Fahrer sind. Auch Pente ist ein großer Fahrer, natürlich. Und ich denke, in der nächsten Saison wird es da richtig, richtig viel Action geben. Kommt der Angriff von Slow? Nein, er bricht ab. Also, es ist jetzt Timing-Zeit. Timing-Zeit bedeutet, wir haben noch 26 Runden zu fahren. 2 Sekunden ist Musculus hinter Smoke. 1 Sekunde dahinter, beziehungsweise auch 2 Sekunden dahinter ist Ente. Dann keine Sekunde dahinter ist Slowcoach. Und Murphs ist 5 Sekunden hinter dieser andere. Und dahinter sind 22, 27 Sekunden und 1 Minute und 2 Sekunden. 1 Minute 2 brauchen wir nicht erklären, wer es ist. Das wissen wir alle. Wir gehen wieder auf. Gucken wir erstmal Murph, wo er denn fährt. Der sieht die Truppe zwar, aber. Ja, aber halt. Striker sieht die Gruppe nicht, das ist schon mal klar. Der fährt jetzt gerade erst in diese Kurven. Gewirr rein. Genauso wenig wie Mi. Beziehungsweise Pupti, Entschuldigung. Und da ist der Charlie. Charlie wird die Gruppe wahrscheinlich früher oder später gleich noch sehen, aber dann wird er die 10. Rückspiegel. Dann, wenn die ganze Truppe angerollt kommt, zum Überrunden. Jetzt ist Slow in einer guten Position. Wir bleiben mal dran. Slow ist in einer guten Position, um Ente zu überholen. Er ist nah dran, sieht zumindest wirklich sehr nah aus. Jetzt außen rausgezogen, zieht wieder rein. Jetzt muss er gucken, ob er besser aus der Kurve rauskommt. Das wird für Snow, wie genau wie für Musculus, ein kleines Geduldsspiel sein. Ente lässt sich nicht gerne überholen, das ist schon mal klar. Das wissen sie alle im Feld. Der dritte Platz ist eigentlich schon fast zu wenig für die gute Qualifikationsrunde, die Ente da hingeliefert hat. Aber was soll er machen? Er muss jetzt kämpfen. Er muss fahren. Er muss kämpfen, fahren, kämpfen. Ja, und fahren. Für Ente sind es 26 lange Runden. 26. Die Gruppe kommt wieder ein bisschen näher. Und was mich auf jeden Fall interessiert, ist ganz wichtig, wer kommt als erstes in der Box? Ist ja noch keine Halbzeit. Also ich gebe den Leuten noch 2, 3, 4 Runden gebe ich ihnen noch. Dann werden die ersten eintrudeln zum Boxenstopp. Die Frage ist, nur tanken, nur Reifenwechsel oder beides. Wer steht wie lange und wer kann dann Zeit gut machen, wenn jemand länger draußen ist? Oder kann jemand gar keine Zeit gut machen, weil er festhängt bei Überrundungen? Das werden wir jetzt gleich erfahren. Zumindest gehe ich davon aus, dass wir das jetzt gleich erfahren werden. Wir gehen wieder vor zu Smoke, der darf seine Führungsrunden fahren. Der leider Gottes den Titel hier nicht holen konnte.
den Championship, den muss der an Snow wieder das zweite Mal hintereinander abtreten. Aber den Minicup, den hat er gewonnen. Und darüber ist er froh. Die Spitzentruppe war noch nicht in der Box, wobei, nein, war noch nicht in der Box. Wir gucken jetzt einfach mal von Slows Sicht, weil aus dem Grunde, weil man dann alle vier Fahrzeuge noch schön sehen kann, in manchen Kameraeinstellungen. Ich dann besser sehen kann, ob jemand frühzeitig in die Box fährt und wenn, wer es ist. Natürlich habe ich gesehen, dass vorne gerade der Musculus versucht anzugreifen, aber hier greift auch Slow die Ente an und das ist alles gleich spannend. Zwei Eigenangriffe von Team Schweiz, das wäre natürlich schon heftig. So, Antäuschung in die Box zu fahren von Smoke. Hat es einmal reingefahren und direkt wieder rausgezogen, hat so getan, als würde er rein wollen. Aber Musculus hat sich davon nicht beirren lassen und ist an Smoke dran. Und Smoke muss sich jetzt was einfallen lassen, denn er kann nicht lange weiterfahren so. Die Frage ist, wann muss Musculus und wann muss der Slow rein? Einen Schritt zurück, dann sehen wir auch wieder alle vier Fahrzeuge, so wie sich das gehört. Ja, Murph ist ja leider nicht in dieser Gruppe drin, der muss ja ein bisschen abreißen lassen, aber ist ja nicht so schlimm, der wird noch rankommen, wenn die Strategie stimmt. Jetzt der Angriff von Slowcoach. Aber das macht ja Ente recht gut. Wir gucken mal, wo Murph ist. Der ist relativ weit hinten. Kann es sein, dass er vielleicht doch in der Box war? Aber andererseits kann ich mir das nicht vorstellen. Dann müsste er eigentlich viel weiter hinten geschmissen worden sein. So, nach meiner Prognose wird jetzt in der oder danach folgenden Runde mindestens einer in die Box kommen. Das ist meine Prognose ja gewesen. Wollen wir mal jetzt gucken, was passiert. Also nach dieser Runde. Dreher, Unfall, großer Unfall. Oha. 1, 2, 3, 4 Wagen raus. Was passiert? Musculus mit einem kaputten Fahrzeug auf 1. 2 Smoke. 3. Ente ist raus.
Musculus ist auf 1 jetzt, 2 ist Smoke, 3 Slow, 4 jetzt Murph, 5 Striker, 6 Bubdi und Charlie. Ja, da wollen wir mal gucken, was hier ist. Wir haben leider keine Wiederholung, was da passiert ist, aber 3 Fahrzeuge waren mit in diesen Unfall integriert. Uiuiuiui, das sah schlecht aus. Musculus fährt jetzt in die Box. Er muss rein. Smoke fährt auch in die Box. Der Einzige, der draußen bleibt, ist im Moment der Slow. Musculus muss repariert werden. Das sieht man. Das sieht richtig böse aus. Wir gucken bei Smoke. Der hat nicht so viel Schaden abbekommen. Wird aber erst noch betankt. Jetzt wird er aufgebockt zum Reifenwechsel. Das kostet beiden sehr viel Zeit. Sehr bitter. Und ich glaube, da wird es auch noch Strafen regnen. Smoke ist raus. Murph ist jetzt raus. Musculus ist jetzt raus. Oder ist das Striker? Wer ist das? Das ist Murph. Am meisten hat es gekostet, den Musculus. Murph fährt jetzt erstmal vorbei an Smoke. Charlie in der Box. Schade für Ente, das sind wichtige Punkte, aber jetzt ist natürlich die Sache, wie kommt Murph nach vorne? Wir bleiben hier. Beim Musculus und beim Smoke. Wir wollen gucken, wie kann Smoke Musculus aufhalten. Und das natürlich im fairen Sinne. Oder ob auch Smoke sich jetzt einer Anzeige beugen muss. Müssen wir mal gucken, was jetzt hier passiert. Verteidigt da schon sehr hart, aber das ist alles doch im Rahmen des Erlaubten. Ich bin gerade selber so ein bisschen fasziniert zwischen das Duell. Aber ich glaube, wenn das der Slow schlau macht, Bubdi jetzt auf Platz 1, Slow auf 2. Also war Slow schon in der Box, Bubdi noch nicht. Könnte Slow theoretisch ein bisschen langsamer machen. Und ja, Musculus helfen vielleicht. Mal gucken, was jetzt so passiert. Weil hier, man merkt schon, dass Smoke Musculus aufhält. Wir müssen einfach mal abwarten, wie sich das hier im Laufe des Rennens entwickelt.
jetzt ist Musculus innen. Jetzt darf Smoke nicht rüberziehen. Er darf nicht rüberziehen. Jetzt bin ich gespannt. Das hat Musculus gut gemacht. Das hat Musculus richtig gut gemacht. Und das hat er richtig, richtig gut gemacht. Also hat in der Geraden Smoke angetäuscht, von außen zu überholen. Jetzt will Smoke ihn raus. Das war unfaire Berührung. Da musste Smoke ein bisschen aufpassen. Darf nicht passieren. Das hat er aber richtig gut gemacht. Er täuscht an, von links zu überholen. Überholt dann doch von rechts innen, bleibt auch innen und ja, Smoke hat keine Chance mehr, die Kurve zu nehmen. Und Musculus geht an beide vorbei. Oh, Fahrfehler von Murph und Musculus ist jetzt Dritter. Das ist natürlich ganz nicht im Konzept von ja, RS. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Slow macht. Ob er auf Musculus wartet und ein bisschen langsamer Runden fährt. Wir gucken jetzt mal die Rundenzeiten von Murph an, von Slowcoach an. Inwiefern das jetzt das Rennen beeinträchtigt. Wir gucken mal. Erstmal haut hier Slow eine richtig, richtig gute Runde raus. Wir müssen aber auch nach hinten gucken. Musculus macht auch nochmal eine schöne Zeit da. Eigentlich muss Musculus auf Schützenhilfe von Slow hoffen. Das ist eigentlich nur das, was zählt. Alles andere, ob Pupti jetzt gewinnt oder nicht, ist völlig uninteressant, denn Pupti kann nach vorne weg gar nicht groß was machen. Sie könnte am Ende, wenn sie zweimal siegen würde, mit 49 Punkten da stehen, aber das wird nach vorne nicht unbedingt, ja, ungefährlicher. Beziehungsweise gefährlich für alle Fahrer dahin. Deswegen, Musculus weit rausgekommen. Der ist ein bisschen nervös, was das angeht. Wir gucken, wo ist Slow? Slow ist gerade in dieser Kurve. Der lässt sich vielleicht sogar überholen noch gleich. Da ist Slow auf der Gegend gerade, haben wir gesehen. Wir gucken auf Slow seine Zeit. Ob er sich ein bisschen Zeit gelassen hat oder nicht. Fahrfehler von Pupti. Oder wem? Pupti ist jetzt in der Box. Und jetzt könnte eigentlich Slow runtergehen vom Gas. Jetzt könnte er runtergehen, wenn er möchte. Nein, tut er aber nicht. Musculus ist, fährt jetzt auf 2 zu. Das wird eine enge Sache. Schon 2-3 Kurven weiter. Für Team Schweiz geht es hier um viele Punkte, deswegen weiß ich noch nicht so, was die Beweggründe von Slow sind, da vorne wegzufahren. Und für Slow sollte es natürlich wichtig sein, dass sein Schützling mindestens auf dem dritten Platz bleibt. Denn das sind wichtige Punkte. Vierter Platz wäre 5 Punkte. Das wären dann 81 Punkte. Für Murph, aber würde dann ja, Musculus gewinnen, wäre er bei 90 Punkten. Das heißt, im Endeffekt dürfte im nächsten Rennen Musculus keine 2 Punkte machen, dann ist nämlich alles durch. Deswegen frage ich mich jetzt, was da die Strategie ist. Denn Smoke macht jetzt richtig schön Dampf. Murph hat Probleme dran zu bleiben. Wir wissen, Smoke kann einen sehr gut aufhalten, wenn er möchte. Der darf nur nicht vorbeikommen. Charlie macht jetzt mal schön Platz, so wie sich das gehört. Nicht schon wieder wie beim Unfall, den er da versehentlich provoziert hat.
Ich sag jetzt einfach mal, das war Charlie, denn Charlie, es war mit in den Unfall. Smoke, Charlie, Ente, Murph. Also die waren alle in diesen Unfall verwickelt. Jetzt hat natürlich Murph ein kleines Problem, der hängt hinter Charlie fest gerade. Jetzt Überrundung geklappt. Slow ist schon recht weit weg, so dass er eigentlich gar keine Schützenhilfe geben kann. Aber ich glaube, innerlich betet Musculus dazu, bitte fahr langsamer, lass mich vorbei, damit du ein bisschen den Smoke aufhalten kannst. Das würde den Smoke nicht ins Konzept passen und das würde ganz gewiss auch gar nicht funktionieren. Die beiden sind konstant gleiche Entfernung. Also man kann wirklich sagen, da gibt es im Moment noch keine Stallorder. Die Entfernung und die Zeiten von zwischen Slow und Musculus sind dieselben geblieben. Oder sind im Moment dieselben. Schafft, und das ist jetzt die Frage, schafft Musculus das Triple dreimal hintereinander zu gewinnen? Also in einem offiziellen Rennen. Das ist natürlich, wäre natürlich fantastisch, aber andererseits, oh, Musculus muss da echt aufpassen, was er da macht. Wir gehen weiter nach hinten. Murph, man sieht, hat schon ganz großen Abstand. Da kommt die Pupptier 5, 6 Striker, 7 Charlie, der wahrscheinlich, wie gesagt, eine hohe Strafe zu erwarten hat. Wir bleiben jetzt hier mal kurz beim Slow. Wir haben Rennhalbzeit vorbei, wir gehen mal auf Timing. Und da sehen wir, es sind nur noch 14 Runden zu fahren. Und Smoke macht eine Sekunde auf eine Sekunde auf Musculus richtig, richtig Druck. 21 Sekunden ist, beziehungsweise 11 Sekunden dahinter ist dann der Musculus, der Murph, Entschuldigung. Und 11,3 Sekunden, 5 sogar, ist Slow vom Musculus weg. Schützenhilfe sieht ein bisschen anders aus, natürlich. Die Frage ist, gibt es Schützenhilfe? Gibt es sie oder gibt es sie nicht? Und wenn, muss Musculus noch ein bisschen Tacken drauflegen, um vom Smoke wegzukommen. Man sieht ihn ganz leicht, den Slow, der schon in die Kurve reinfährt und die kommen gerade auf die Geraden drauf. Das ist ein langer Weg für Musculus, diesen zweiten Platz zu halten, ein langer Weg. Aber dann müsste er, und das ist schon mal Fakt, dann darf er nicht 2 Punkte, sondern dann muss er im nächsten Rennen Minimum 5 Punkte holen, wenn Murph gewinnt. Wir reden ja aber auch davon schon, dass Murph nächstes Rennen gewinnen muss. Dann, wenn dies so ausgeht, darf Musculus keine 5 Punkte holen. Wir haben jetzt hochgerechnet. Und das ist dann so. Beim jetzigen Standpunkt ist noch nichts gegessen, aber würde ja, es eine Stallorder geben, dann könnte Musculus auf Platz 6 reinfahren im nächsten Rennen, wenn Murph gewinnt, und dann ist das trotzdem für Musculus durch und er würde auf Treppchen stehen mit Platz 3. Aber ein Rennen ist immer so lange, bis der Fahnenschwenker die Fahne schwenkt und sagt, es ist Feierabend.
Musculus doch ein bisschen schneller. Wir gucken mal, wo Slow ist. Slow ist jetzt in die Kurve drinne. Die Bergaufkurve. Oh, Musculus auf Bestzeitkurs. Mal gucken. Hat Musculus sich vielleicht was aufbewahrt? Oder hat Smoke gesagt, okay, es macht wenig Sinn, jetzt die ganze Zeit auf Angriff fahren gegenüber Musculus. Murph kann nicht mithalten. Das ist natürlich alles Faktoren. Oder er hofft natürlich auf einen Fahrfehler von Musculus, der nach vorne natürlich jetzt gerade noch mehr Druck macht, obwohl er keinen Druck machen müsste. Ja, das alles sind natürlich nur Vermutungen meinerseits. Wir gucken mal, ob er immer noch auf Bestzeitkurs ist. Nein. Deswegen gehen wir mal nach hinten. Was ist da mit Smoke los? Scheint was kaputt zu sein am Auto oder nicht? Murph ist sehr schnell dran gekommen. Ist das vielleicht doch eine Stallorder intern, wo Smoke jetzt sagt, komm, weißt du was, fahr vorbei? Oder ist da was kaputt gegangen beim Smoke? Smoke fährt jetzt in die Box. Da muss wohl größerer Schaden auch bei dem Unfall zwischen ihm und Charlie davon getragen sein, weil der war so gut unterwegs und von jetzt auf gleich, ja, vielleicht hat er auch zu kämpfen gehabt mit dem Auto. Wir gucken uns das mal an. Was macht er? Reifenwechsel direkt da, würde ich mal sagen. Oder... ja, oder was ist da jetzt passiert? Das weiß ich nicht. Pupti auf 5. Striker auf 6. Smoke fällt jetzt aus der Box raus. Das wird hier nicht gefährlich. Aber wir wollen festhalten. Jetzt könnte es doch zu einer Stallorder kommen. Slow fährt jetzt gerade eine Sekunde langsamer als die Topzeit, die er gefahren ist. Wir vergleichen das jetzt mal gegenüber Musculus, der keine halbe Sekunde langsamer auf die Topzeit drauf ist. Bedeutet, ich gehe jetzt davon aus, dass ich würde jetzt einfach mal Uri Geller spielen und sage, in den 2-3 Runden wird Musculus dran sein. Ob er vorbeikommt, ist natürlich eine andere Sache. Oder ob er vorbeigelassen wird, wissen wir natürlich nicht. Aber man sieht, was der Kurvenausgang, Eingang ist viel besser geworden für Musculus, der immer näher rankommt. Ja, und hinten gehen wir mal kurz zu Smoke, der sich jetzt seinen vierten Platz bis jetzt behaupten kann. Aber da ist irgendwas nicht richtig, weil... ja, der muss sich jetzt auch von Striker und Pupti holen lassen. Ja, beim Überholen wird er jetzt auch noch von Striker touchiert. Also, ja, Pupti ist hinter Smoke, hat sich fallen lassen. Aber was war jetzt, ist da jetzt los? Jetzt kann er doch ein bisschen Gas geben. Smoke-Verbremser. Pupti fährt vorbei an Smoke. Was ist da los? Smoke fährt wieder in die Box. Das ist der dritte Boxenstopp. Und ich glaube auch der letzte Boxenstopp. Ich glaube, Smoke wird sein Auto gleich in die nächste Wand fahren. Ich glaube, der Muster ist Fratze. Der Unfall, der hat Smoke nicht gut getan. Schon wieder kurzer Stopp. Da wird nichts repariert, aber ich weiß nicht, was da los ist. Ob die Box immer überrascht ist, dass der reinkommt, was reparieren lassen möchte. Ob das keine gute Kommunikation dazwischen denen ist, weiß man nicht. Charlie jetzt auf 7. Was heißt jetzt? Da ist Smoke. Zwischen
Ja, Musculus und. Ja, zwischen Musculus und Slow ist. Smoke. Wir wollen einfach mal bei Smoke bleiben. Was ist da los? Pupti, 6 Dreiker, 3 Murph, 2 Musculus. Wir gehen jetzt zu Musculus. Eigentlich sollte das kein Problem sein. Überrunden lassen muss Smoke sich ohne Probleme. Ist natürlich auch ein Thema, was er selber immer angesprochen hat. Was jetzt mit seinem Auto los ist, wissen wir natürlich nicht. So, jetzt zählen wir mal mit. Erste Kurve, Musculus ist dran. Zweite Kurve, Musculus ist dran. Das war mir klar. Also das war auf jeden Fall nicht fair. Da muss, darf und muss Smoke Platz machen. Das ist auch keine persönliche Meinung. Das ist eine auch regelkonforme Meinung. Denn Musculus war vorbei, da darf Smoke nicht mehr reinziehen. Auch nicht beim Überrunden. Jetzt hat Musculus natürlich leichte Probleme und... Ja. Ja, dann hoffen wir trotzdem mal, dass Musculus jetzt vor Murph bleiben wird. Trotz der Attacke von Smoke. Ich nenne es jetzt mal Attacke, denn er war vorbei in der Kurve. Also, da ist eigentlich. Da kann. Weiß ich nicht. Das kann man sich ja 10-mal angucken. Das sieht man ja ganz klar. Schade eigentlich. Murph ist jetzt natürlich dann wieder drangekommen an Musculus. Striker auf 4, 5 Pupti, 6 Smoke. Der natürlich dann nächstes Rennen eine Strafe zu kriegen hat. Davon wollen wir mal ausgehen. Und ganz souverän Platz 1, Slow Coach. Ja, dann sind es dann auch schon zwei Leute, die Strafen kriegen, wie Charlie, Smoke. Normal müsste die Rennleitung das so handhaben.
Slow fährt jetzt natürlich sein Rennen unbeschadet vorne weg und macht das auch klasse. Der lässt sich davon nicht beirren. Und der Musculus wäre gut dran beraten, einfach zu gucken, was jetzt passiert in den nächsten Runden. Wir gucken mal auf Timing. Es sind noch 6 Runden. Murph ist ja wieder dran auf 2 Sekunden. Der war 12 Sekunden dahinter. Also im Endeffekt hätte er keine Chance gehabt, auf die Strecke so ranzukommen. Musculus fuhr ein gutes Rennen bis jetzt. Es kann natürlich ein Fahrfehler von Smoke gewesen sein, aber das sah, sagen wir mal, zu 90% nicht nach einem Fahrfehler aus. Klar gehört Smoke nicht zu denen, die unbedingt jemanden rauskicken, aber gerade in der Kurve habe ich mir schon gedacht, da darf man so nicht reinziehen, weil man zieht von außen nach innen rein und da hat man das ganz klar gesehen. Er ist gerade gefahren, mehr oder weniger, und nicht in die Kurve reingefahren. Hat den Scheitelpunkt nicht genommen. Und Verbremser war es auch nicht, es war kein Qualm oder sonstiges zu sehen. Da ist Smoke. Der ist relativ langsam gerade wieder unterwegs. Ja, mir fehlen gerade die Worte eigentlich. Slow fährt hier ein Rennen ohne große Schäden oder sonstiges. Hatte nicht das Pech wie Smoke. Natürlich ist Smoke geladen, das kann man sich natürlich vorstellen. Dass er geladen ist durch Charlie und dass die Strategie nicht so ganz aufgegangen ist, weil Musculus dann doch mehr Gas geben konnte, wenn Smoke ein beschädigtes Auto hatte. Natürlich. Dann ist man geladen. Sollte man sich aber trotzdem unter Kontrolle haben als routinierter Fahrer. Ja, um das Rennen gut zu Ende zu fahren und die Saison vor allen Dingen gut zu Ende zu fahren. Wir werden jetzt mal hier gleich mal bleiben, denn die nächste Überrundung steht an und da werden wir dann auch auf die Ego-Kamera mal rangehen. Um einfach zu gucken, was passiert und wie passiert es. Aber bis dahin dauert das noch ein kleines Stück. Wir haben noch genau 4 Runden zu fahren. Musculus wird in den nächsten 1-2 Runden auf Smoke treffen. Wir gucken, wo Musculus jetzt gerade ist. Und wir haben ja das neu mit der Ego-Kamera eingeführt, um einfach dann auch ja, die Richtungswechsel des gegnerischen Fahrers dann einfach mal einzufangen. Das, um auch der Rennleitung das dann einfacher zu machen. Denn manchmal sieht die Rennleitung einige Dinge nicht und dann haben wir mit der TV-Kamera natürlich die Möglichkeiten, ja, etwas besser einzufangen. Was natürlich ganz, ganz wichtig ist. In besonderen Rennen wie diesen hier, weil Musculus doch für sich erstmal wichtige Punkte holen kann.
Jetzt sind es noch 3 Runden. Und Snow fährt vorne seine Runden weg. Und wir haben natürlich Musculus, weil den müssen wir natürlich im Auge behalten. Der durch die Berührung, sei es Absicht, sei es nicht, das wollen wir jetzt gar nicht mehr drüber reden. Das macht dann die Rennleitung natürlich nach hinten geworfen wurde. Der wäre aber definitiv jetzt schon weg gewesen. Und ich glaube, die Stallorder wäre dann auch in Kraft getreten. Ja, gucken wir mal, wie sich das jetzt hier gleich weiter verhält. Man sieht es, Murph kann nicht dranbleiben am Musculus. Das ist schon, ja, eigentlich schon eine aussagekräftige Zeit, die Musculus da fährt. Und auch aussagekräftig, was er an der Strecke fährt hier. Ja, die beiden werden jetzt gleich aufeinandertreffen. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass Musculus das noch eine Runde sogar hinausziehen könnte, wenn er wollte. Wir gehen auf die Kamera von Smoke. Mit der Nummer 3, der Smoke, der sich die Nummer 2 drauf machen kann, aber im heutigen Rennen nicht brilliert hat, auch Probleme hatte, was Charlie angeht, dann natürlich Wut im Bauch. Und in dieser Kurve, genau, wir gucken uns mal genau an, wie Smoke diese Kurve fährt. Und da sieht man das, dass er die ganz anders fährt. Aber schön, schön draufgekriegt, also Smoke kann diese Kurve auch vernünftig fahren, das sieht man ja. Und beim Gong, wenn jemand vorbei ist, darf man einfach nicht mehr draufhalten. Das ist nun mal regelwidrig. Ach Mann, ich könnte auch die ganze Zeit diskutieren. Das finde ich aber jetzt gerade ein bisschen traurig. Bei diesen schönen Rennen in Valencia. Eigentlich schönen Rennen in Valencia. Und nein, man darf nicht verteidigen als Überrundeter. Das ist natürlich auch schon mal verboten. Als Überrundeter darf man nicht verteidigen. Man darf nur nicht, sich nicht überrunden lassen, oder muss sich nicht überrunden lassen. Aber verteidigen, Verteidigungslinie darf man natürlich auch nicht machen. Das ist schon mal auch Fakt. Also da müssen wir jetzt auch mal genau hingucken. Guck mal ganz schnell. Timing ist die vorletzte Runde. Wir haben alles vorbereitet für die Kamera, die nach vorne dann natürlich zeigt, auf die Ego-Kamera, auf Smoke. Wir müssen auch einfach gucken, ob er Probleme mit dem Auto hat oder nicht. Aber man sieht es, Musculus macht das relativ schlau. Der lässt einfach eine Sekunde Luft dazwischen und guckt, dass er gar nicht so nah an Smoke rankommt. Das finde ich gar nicht so schlecht, das finde ich richtig gut gemacht von Musculus, der sich da nicht beeindrucken ließ, bis jetzt, von dieser Aktion. Smoke auf dem Gras. Wir gucken.
Ja, das Rennenende. Ja, das war. Das war's. Musculus holt sich 8 Punkte. Murph holt sich. Okay, ist es nicht aktuell? Okay, wir werden das beim nächsten Interview besprechen, dieses Rennen. Ich wünsche euch was, bedanke mich fürs Zuschauen. Das war euer LT Rustica hier für die BK Racing Liga. Ich bin raus. Tschüssi!